Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im August 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorff. Ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen. Für Widder gibt es viel zu feiern, viel zu lachen und zu flirten im August. Besonders die Singles werden auf ihre Kosten kommen. Wahrscheinlich sind sie zu vielen schönen Partys eingeladen oder haben einen tollen Urlaub geplant. Für festliierte Widder könnte das Geld- und Schuldenthema zum Problem werden. Sie sollten für alle Abenteuer ein festes Budget einplanen und nur Bargeld mitnehmen. Dann klappt's auch mit der Urlaubskasse. Falls dieser Monat für euch Fragen aufwirft, und das kann sehr gut sein, weil wir ja die Sonnenfinsternis haben, dann müsst ihr unbedingt an der Verlosung teilnehmen und dann könnt ihr eine Beratung bei mir gewinnen und mehr dazu am Schluss des Videos. Kommen wir jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langfristig wirkenden Planeten für euch. Und da ist weiterhin ein sehr spannender Aspekt die Opposition zu Jupiter. Der Glücksplanet steht für die Widdergeborenen im Partnerhaus. Und das ist einfach eine gute Tendenz für alle Partnerschaften, für Begegnungen, für Spaß in der Liebe und in der Begegnung, für Partys, für Einladungen und dafür tolle neue Leute kennenzulernen. Und wenn ihr heiraten wollt, solltet ihr es auch wenn die Konstellationen ein bisschen schwierig sind, irgendwie jetzt noch machen, bevor der Jupiter dann ja im Oktober in den Skorpion geht. Ja, also diese schöne Jupiter-Opposition kriegen diesmal die Geburtstagskinder, die zwischen dem 4. und 13. April Geburtstag haben. Da ist jetzt nur das klitzekleine Problem, dass wir in diesem Monat auch den Jupiter im Quadrat zum Pluto haben. Und das ist das angesprochene Geld- und Schuldenthema. Und das überschneidet sich dann auch mit denjenigen Geburtstagskindern, die eben überhaupt dieses Pluto-Quadrat die ganze Zeit schon auf ihrer Sonne haben. Das sind diejenigen, die zwischen dem 5. und 9. April Geburtstag haben. Ja, was bedeutet das? Transformation, eine starke Transformationsenergie, die höchstwahrscheinlich aus dem Beruf kommt oder mit eurer Karriere, eurer Entwicklung zu tun hat und die halt auch für viele eine große Herausforderung darstellt. Je nachdem, wo ihr den Pluto jetzt im individuellen Horoskop stehen habt, können es natürlich auch andere Sachen sein. Aber es ist so, dass euch durch Menschen und Herausforderungen in eurem Leben ihr mehr oder weniger gezwungen seid, was zu ändern und euch auf neue Dinge einzustellen. Und beide Planeten zusammen wirken eben jetzt bis zum 20. April auf diejenigen ein, die zwischen dem 5. und 9. April Geburtstag haben. Und deswegen mein Tipp eben, übernehmt euch nicht finanziell, nehmt keine Schulden auf, vor allen Dingen nicht, wenn es irgendwas ist, was man nicht wirklich unbedingt braucht. Und auch noch ein Tipp in Beziehungen, nicht einfach Geld ausgeben, ohne es mit dem Partner abzusprechen. Wenn man sich daran hält, dann müsste man eigentlich ganz gut damit klarkommen. Genau. Ja, und dieses Jupiter-Pluto-Quadrat, das hält noch an bis zum 20. August und dann läuft es auseinander. Dann gibt es noch eine sehr interessante Konstellation, das ist das Trigon von Saturn hier auf die Widdersonne. Und da ist jetzt diesen Monat auch die Lilith dicht dabei, die beiden gehen in Konjunktion, sehr spannend. Und das ist eine sehr kreative Konstellation. Lilith macht ja kreativ und das Ganze bei euch in einem Bereich des Horoskops, dass es euch vielleicht anregt, kreative Pläne zu machen oder überhaupt bei euren Plänen eben auch das Schöpferische mit zu berücksichtigen. Und mit Saturn ist auch eine sehr große Kraft gegeben, Pläne auch wirklich in die Tat umzusetzen und zu manifestieren. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 9. und dem 13. April Geburtstag haben. Aber denkt immer dran, ihr könnt natürlich auch andere Positionen haben im Horoskop, die diesen Aspekt empfangen. Deswegen immer mein Tipp zwischendurch, schaut mal, ob ihr nicht mal eine Beratung bucht oder ob ihr euch informiert über euer Horoskop, was ihr dann noch so für Planeten im Widder stehen habt. Ja, dann sehr wichtig ist auch die Konjunktion mit dem Uranus. Der geht ja jetzt auch schon eine ganze Weile durch das Zeichen Widder, steht inzwischen hier in den letzten Graden und der wird jetzt auch in diesem Monat rückläufig auf 28, 29 Grad Widder und steht da auch die ganze Zeit. Und das spüren jetzt besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 16. und 20. April Geburtstag haben. Für die wirkt das jetzt besonders stark. Und der rückläufige Uranus oder überhaupt Uranus ist ja ein Aspekt, der einen kreativ macht, der einem den Wunsch verleiht, sich zu befreien, was Neues anzufangen, irgendwelche Begrenzungen hinter sich zu lassen und sich neu zu erfinden. Viele Widder haben das schon durch, aber diejenigen, die jetzt in der letzten Dekade Geburtstag haben, auf die kommt das noch zu.
Das ist durchaus nicht nur negativ, sondern es ist auch mit vielen Durchbrüchen verbunden und wird auch von einigen Planeten gut unterstützt, aber es ist eben auch anstrengend. Und natürlich kann es auch heißen, dass man eine neue Beziehung findet, denn diese Neuigkeiten und Aufregungen spielen ja hier bei euch im ersten Haus und dann habt ihr den Jupiter im Partnerhaus, der bringt euch neue Leute. Also es ist schon auch ein aufregender Aspekt, der euch eben auch gut flirten lässt. Jetzt haben wir ja diesen neuen Aspekt, den habe ich in der kosmischen Schwingung erwähnt, das Halbquadrat zu Neptun, der hier für euch im 12. Haus der Spiritualität steht. Das heißt, diejenigen, die da in der letzten Dekade Geburtstag haben, die haben eben auch mit diesem Problem zu tun, dass sie unklare Signale bekommen, vielleicht von Leuten oder dass sie beim Internet-Dating belogen werden. Ich habe das genau beschrieben, wie dieser Aspekt wirkt. Schaut euch das nochmal an in der kosmischen Schwingung. Der wirkt jetzt für 3 Monate. Und dann müsst ihr besonders aufpassen, dass sich nicht hinter jemand, den ihr kennenlernt, was ganz anderes verbirgt oder dass jemand seine Meinung noch mal ändert, wenn ihr jemand Neues kennenlernt. Jetzt kommen wir zu euren aktuellen Konstellationen im August und der fängt eigentlich für euch ganz gut an, denn die Sonne und der Mars stehen beide in einem sehr schönen Trigonaspekt zur Widdersonne. Das verleiht Power, das macht sexy. Ja, Mars hier im 5. Haus, das ist halt. Da hat man auch dauernd Lust auf Sex oder auch auf Sport oder ne, man möchte sich körperlich betätigen, aber auch kreativ betätigen. Also diejenigen, die da jemand haben, mit dem sie das ausleben können, die werden ihren Spaß haben. Dabei steht die Sonne in der 2. Dekade und der Mars steht aber noch in der Ende der 1. Dekade hier. Ne? Merkur steht für euch in der Jungfrau im Haus der Arbeit, ist für diejenigen ganz gut, die jetzt nicht in Urlaub sind. Dann haben wir die Venus, die steht im Krebs, 1. Dekade und bildet eine Spannung zur Widdersonne. Steht aber im Krebs trotzdem ganz schön für Familienbindungen. Ne? Die fördert also Familienbindungen. Das heißt, wenn ihr mit dem Mars im Krebs im Juli da Stress gehabt habt, was wahrscheinlich ist, ne, dass es da vielleicht auch zu Streitereien kam oder emotional hoch herging, dann denke ich, dass die Venus eher dabei hilft, dass jetzt da die Wogen wieder zu glätten. Auch wenn sie in Spannung zu eurer Sonne steht, ist es eben doch die Venus und das ist eine ganz andere Energie als die Mars-Energie. Also ich denke mal, damit könnt ihr, glaube ich, ganz gut leben und es ist halt gut für euer Familienleben. Genau. Ja, der Mars, wie gesagt, 1. Dekade noch. Dann haben wir einen Top-Tag am 2. August. Da habt ihr eine schöne Flirt-Energie, weil nämlich hier der Mond im Schützen, ist ja sowieso ein schönes Flirtzeichen, jetzt diese tolle Sex- und Affären-Energie hier in eurem 5. Haus aktiviert. Also das ist sicherlich besonders schön, wenn ihr in Urlaub seid, weil es hier oben im 9. Haus ist. Und dann haben wir ja auch Lilith Saturn, also da kann man vielleicht auch jemanden kennenlernen, der sehr interessant und sehr besonders ist. Und wenn es gut läuft, Saturn steht ja zur Widdersonne ganz gut im Schützen, dann kann man vielleicht sogar manifestieren. Das heißt also, da kann sogar vielleicht was draus werden, aber trotzdem immer dran denken, 90-Tage-Regel, ne? Immer erstmal eine Weile angucken, die Sache. Ja, am 3. August wird dann der Uranus tatsächlich rückläufig. Das spürt man nicht an dem einen Tag, aber diese Rückläufigkeit besagt eben, dass der Planet immer langsamer wird und dann immer auf einem Grad nur noch steht, eine ganze Weile, bevor er sich dann wieder in die andere Richtung bewegt. Und dadurch hat Uranus so eine besondere Kraft. Und diejenigen, die den Uranus spüren, also die Geburtstagskinder so der letzten Tage des Widderzeichens, die haben vielleicht jetzt besonderen Druck, in ihrer Beziehung was zu ändern oder in ihrem Leben was zu ändern. Passt da ein bisschen auf, besonders gegen Ende des Monats haben wir da einen schwierigen Aspekt auch mit der Venus, dass ihr da vielleicht nicht was macht, was ihr nachher bereut. Ne? Also es gilt in all solchen Fragen einfach die Sache mit Ruhe anzugehen. Und wenn ihr euch verändern wollt, dann müsst ihr das eben, je nachdem, ob ihr, wenn ihr in einer Beziehung seid und andere davon betroffen sind, natürlich mit denen auch absprechen. Also die Tatsache, dass Uranus dann rückläufig wird, das ist aber nicht so wie bei dem Merkur, weil die langsamen Planeten alle immer sehr lange rückläufig sind. Also das selber hat nicht so eine starke Wirkung, aber die Wochen jetzt, wo er halt praktisch zum Stillstand kommt, da wirkt der Uranus halt besonders stark. Genau. Dann haben wir ja weiterhin das Jupiter-Pluto-Quadrat, habe ich ja schon gesagt, der Schuldenaspekt. Das wird dann exakt am 4. August und am 6. August geht der Löwe hier in eurem 5. Haus der Sexualität in die 2. Dekade, beglückt dann erstmal die Geburtstagskinder der 2. Dekade. So, und dann haben wir am 7. August auch schon den Vollmond.
Und der erscheint als partielle Mondfinsternis, und zwar für euch auf der Achse 5-11. Ja, das ist die Freundschaftsachse, Freundschafts- und Kreativitätsachse. Also wenn es emotional geführte Auseinandersetzungen gibt, dann können die sich bei euch vielleicht um Themen mit Freunden drehen, wahrscheinlich aber vielleicht auch um Themen, die mit eurer Kreativität oder auch Sexualität zu tun haben. Vielleicht gibt es hier auch eine Affäre mit einem Freund oder jemand hat sich da eingemischt bei euch. Also der Vollmond steht jetzt zur Widdersonne gar nicht mal so schlecht, aber wenn es dazu kommen sollte, dass man da eben sich vielleicht streitet, dann würde ich da auch den Ball flach halten und lieber abwarten, weil da wird auch nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Genau. Ja, und dann haben wir vom 9. bis 12. August haben wir dann eine super heiße Flirtphase. Da geht die Venus im Krebs hier in die zweite Dekade, ne? Also ab da bekommen die Geborenen der zweiten Dekade das Quadrat. Und diese Flirtphase, die ist vor allen Dingen deswegen spannend, weil wir hier die Sonne in einem schönen Aspekt zu Jupiter haben und der geht ja bei euch ins Partnerhaus. Also das ist sicherlich super, auch mit dem Mars hier noch dabei. Das ist sehr schön zum Flirten. Das wird euch gefallen und möglicherweise kommt es dann auch recht schnell dazu, dass ihr mit einem Flirt auch im Bett landen könnt. Das ist also so zwischen dem 9. und dem 12. Und am 12. abends habt ihr dann auch einen Top-Tag, wo der Mond, der für euch im eigenen Zeichen steht, das aktiviert. Und dann seht ihr hier so eine super schöne große blaue Drachenfigur, die eben diese ganzen interessanten Planeten miteinander verbindet. Und das Ganze eben bei euch auf der Partnerachse. Also, wenn ihr auf der Suche seid, solltet ihr in diesen Tagen, besonders am Samstagabend, mal ausgehen oder flirten. Da kann sich schon was für euch ereignen. Genau, das ist sehr spannend. So, danach wird es aber gleich schon ein bisschen schwieriger. Am 13. August wird ja dann der Merkur rückläufig, und zwar bis zum 5. September. Und das Ganze hier gegenüber von Neptun, der ja sowieso so ein bisschen Illusionen und Verpeiltheit mit sich bringt. Also ab dann kann es öfter mal zu Missverständnissen kommen. Und gleichzeitig noch der Hinweis, dass die Sonne, die hier ja für euch weiterhin super steht, dann in die dritte Dekade geht und die Geborenen der dritten Dekade beglückt. Genau, das ist auch sehr günstig für euch. Aber vom 13. bis 18. August haben wir dann diese Herzensbrecherphase. Ja? Weil nämlich dann die Venus erstmal hier in die Opposition zu Pluto gehen wird und dann auch ein Quadrat zu Jupiter bildet. Das heißt, Liebesangelegenheiten könnten dann schwierig werden. Ne? Also das ist eine Phase, wo, wenn man was neu angefangen hat, es einfach passieren kann, dass einem das Herz gebrochen wird. Ja? Also deswegen bei allem, was ihr neu anfangt, lasst euch nicht gleich sofort ganz tief ein, sondern guckt euch das erstmal an oder rechnet damit, dass es vielleicht dann zwischen dem 15. und dem 18. nochmal eine unerwartete Wendung gibt, die vielleicht auch nicht ganz so toll ist. Da würde ich einfach versuchen, ein bisschen locker zu bleiben. So, aber am Samstag habe ich dann wieder einen Top-Tag für euch gefunden. Einfach weil dann auch nochmal, und zwar Samstagabend. Samstagabend bis Sonntag, das ist nämlich das Partywochenende, wenn der Mond auch in den Löwen geht und sich hier die Planeten alle im Löwen treffen und das Ganze bei euch im fünften Haus, also das ist echt Party, da werdet ihr vielleicht entweder eingeladen zu jemandem, der Geburtstag hat oder ihr veranstaltet selber was, aber auf jeden Fall ist das ein tolles Wochenende, wo richtig die Post abgeht und wo man vielleicht auch die entstandenen Probleme wieder vergessen kann beim Feiern. Also das ist super schön für euch von Sonntagabend. Samstagabend bis Sonntag, dann zwei Top-Tage für euch. Ne? Genau. Ja, und dann ist ja am Montag, den 21., eben die Sonnenfinsternis und das ist da auch der Neumond im Löwen für euch im fünften Haus. Steht sehr schön für Kreativität und auch noch in super Verbindungen hier wieder zu Jupiter in eurem Partnerhaus, zu Uranus, der euch den Wunsch eingibt, euch zu verändern und zu erneuern und zu Saturn, mit dem man auch noch manifestieren kann. Das heißt also, das ist wirklich ein sehr kreativer Neumond für euch. Deswegen solltet ihr euch wirklich vornehmen, wenn ihr irgendetwas Kreatives tut, dann nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken, was ihr da vielleicht verwirklichen wollt. Und wichtig ist halt nur, dass man sich nicht schon feiert, bevor man die Idee auch umgesetzt hat. Also die Manifestationskraft ist ja sehr groß in diesen Tagen.
Und deswegen, wenn ihr das ernst nehmt und wirklich was Neues anfangen wollt, dann meditiert da mal drüber. Denn zu Vollmond am 6. September dann zeigt sich vielleicht schon, was ihr da zustande bringen könnt. Aber es ist ein super Neumond, der auch die Kraft hat, weil es eben mit der Sonnenfinsternis einhergeht, die nächsten 18 Monate zu wirken. Das ist also eine große Sache. Deswegen solltet ihr euch auch ruhig überlegen, was ihr Größeres, vielleicht Kreatives umsetzen wollt. Und außerdem ist es auch ganz toll für eure erotische Kreativität. Genau, am 22. geht ja dann, erstmal haben wir das Trigon von Mars im Löwen. Der geht dann in die dritte Dekade und am 23. August geht dann die Sonne ins Zeichen Jungfrau. Auch für euch ins Haus der Arbeit. Je nachdem, wenn ihr dann wieder den Urlaub beendet habt und wieder zurück im Job seid, ist das eine ganz gute Energie für euch. Genau, und dann kommen nochmal zwei schwierige Tage vom 24. bis zum 26. Da wird nämlich dann die Venus in einen Spannungsaspekt hier zu Freiheitsplanet Uranus gehen. Und das kann es wirklich mit sich bringen, dass man überstürzt, vielleicht eine Beziehung beendet, vielleicht weil man sich eben kontrolliert gefühlt hat oder sowas. Und das wäre schade. Also da wäre ich vorsichtig in diesen Tagen gerade, würde ich da auch den Ball flach halten. Es kann sehr gut sein, dass ihr das euch nochmal anders überlegt, weil nämlich am 26. die Venus dann auch in den Löwen geht und dann steht sie wieder super für euch. Weil sie dann nämlich im 5. Haus Lebensfreude, Sexualität, Kreativität steht. Und da die Venus zu haben, ist natürlich sehr, sehr schön. Und dann liebt man auch wieder mit mehr Selbstbewusstsein. Und dann hat man vielleicht schon das Problem, weshalb man sich eigentlich trennen wollte, wieder vergessen. Also deswegen wartet mal ab, wenn es zwischen dem 24. und dem 26. heikel wird. Unternehmt da erstmal noch nichts. Das kann sich auch noch mal ändern. Ihr habt nämlich außerdem am 27. auch noch einen Top-Tag, weil da einfach nochmal die Konstellationen hier mit Jupiter in eurem Partnerhaus sehr schön stehen. Die Venus macht einen guten Aspekt dann zur ersten Dekade. Also das ist schon alles ganz super für euch und deswegen gibt es da auf jeden Fall noch Hoffnung. Genau, und am 31. geht der Merkur dann, während er rückläufig ist, wieder zurück ins Zeichen Löwe. Kehrt also auch nochmal in euer 5. Haus zurück. Ja, das war dann der letzte interessante Konstellationsschritt in diesem Monat. Meine Lieben, wenn das Fragen aufwirft, bin ich natürlich in einer Beratung für euch da. Ne? Da könnt ihr die Beratung buchen. Hier ist ja so ein kleines i eingeblendet und da findet ihr dann meine Webseite und dann könnt ihr euch da umschauen. Außerdem könnt ihr natürlich auch in meinem Webinar teilnehmen. Antonias Sterne mache ich jetzt noch mal vor der Sommerpause am 28. Juli eins. Und da beantworte ich für jeden Teilnehmer eine Frage zum Horoskop, das ist auch nochmal eine interessante Möglichkeit, mehr zu erfahren. Ja, oder ihr macht eben bei der Verlosung mit und gewinnt 15 Minuten Kurzberatung. Da könnt ihr natürlich dann auch einiges erfahren. Und die Gewinnerin wird in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben, also deswegen anschauen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann postet mir doch bitte einen netten Kommentar, am liebsten mit ein bisschen Inhalt, wie euch das gefällt, was ihr damit anfangen könnt, was ihr erlebt habt, ob das stimmt, was ich euch vorhergesagt habe. Sowas interessiert mich natürlich am meisten. Also so einen Kommentar bitte posten und dann bitte meinen Kanal abonnieren. Ja, und dann möchte ich euch auch noch einmal auf mein Special Folge deinem Herzen hinweisen, denn da bin ich nochmal ausführlich auf den Mondknoten im Löwen eingegangen. Wenn ihr also mehr über diese Kräfte wissen wollt, dann erfahrt ihr das auch in dem Video. Bis dahin und alles Gute mit den Sternen.